Herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich freue mich. Ich habe ein super Haus, finde ich. Es handelt sich hierbei um das neue Haus von der Firma Urge. Das Herber Tavern hat die Nummer 30108. Hat eine Altersempfehlung von 6 bis 12 Jahre und hat ca. 3103 Teile. Und dieses Haus passt wunderbar zum alten Angelland von Lego. Was es mal gab, hatte die Nummer 21310. Gibt es ja leider nicht mehr. Die Preise für dieses Set von Lego, der alte Angelladen, werden echt schon ziemlich hoch eingesiedelt. Was ich gesehen hatte, zwischen 300 und 500 Euro, wenn man das kriegen kann. Hier das Haus von Urge ist zu sagen, es ist ein Klemmbaustein. Es ist kein Original Lego. Hat natürlich auch dieselbe Klemmbaukraft oder teilweise sogar besser die Klemmkraft von den Steinen. Auch die Fensterscheiben waren tadellos. Also es gab echt keinen Stein, der nicht passte, der nicht gut war. Also alles tipptopp. Das Haus von Urge 30108 hat, ich bin der Meinung, knapp 85, 90 Euro gekostet bei AliExpress. Ich werde es natürlich auch gerne wieder verlinken. Das ist mein erstes Aufbauvideo. Hat leider nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich hatte eigentlich die Kamera vom Handy oder vom iPhone so eingestellt, dass es von Anfang an das alles aufnehmen sollte. Hat aber irgendwie nachher nicht geklappt. Zwischendurch fehlen auch vielleicht noch ein paar Minuten, weil dann dummerweise die 256 GB vom Telefon voll waren. Ja, ich musste erstmal was löschen. Und ja. Trotzdem wünsche ich euch viel Spaß bei dem Aufbauvideo. Ich habe es mit tausendfacher Geschwindigkeit optimiert in dem Videoprogramm und ich hoffe, dass ihr trotzdem etwas Spaß haben werdet. Ich werde trotzdem nochmal das Haus in einem extra Video nochmal genauer zeigen, wie die einzelnen Ebenen aussehen, was gut war beim Bauen, was halt vielleicht nicht so toll war. Lasst euch hier überraschen. Aber wir haben erstmal dieses Video, das Aufbauvideo. Das andere werde ich auch noch schneiden, heute oder morgen, gucken, wie ich das schaffe. Ich mache das hier nur just for fun, Hobby nebenbei, abends immer, wenn die Kinder im Bett sind. Anders schaffe ich das ja nicht. So, jetzt aber viel Spaß und lasst mir gerne einen Daumen hoch da und abonniert gerne den Kanal, wenn ihr neu dabei seid. Ich wünsche euch viel Spaß und tschüss.